Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. In der letzten Folge haben wir die Hälfte vom Atlas, eine Atlas-Mission schon erledigt. Am Ende waren wir noch auf Planeten gemeinsam und ich konnte danach insgesamt 5 Dekoartikel zusammenbekommen. Hat sehr lange gedauert, überhaupt ein paar zu finden. Und die aggressiven Wächter waren auch nicht sehr hilfreich. Jetzt befinden wir uns bei der nächsten Atlas-Schnittstelle. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und jetzt wollen wir mal sehen, was er uns sagt. Was man einmal gelernt hat, kann man nicht mehr vergessen. Ich fürchte, ich habe zu viel gesehen. Ich erhasche flüchtige Blicke auf die Zeit vor der Zeit. Ich sehe die Geburt des ersten Sterns. Ich sehe die Dinge, die in ihm gewohnt haben, die Augen, die alles beobachteten. Ich sehe, was der Atlas im Moment seiner Aktivierung sah. Atlassteine sind keine Steine. Diese Station ist keine Station. Ich bin nicht, was ich zu sein glaube. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass ich existiere. Dem Atlas ist das egal. Der Atlas verlangt nach seinem Klagelied, einer erhabenen Wiederholung. Ich lege meine Angst ab und nehme den Weg wieder auf. Die Reise ist das Einzige, was zählt. Die Bestimmung ruft nach mir. So, dann haben wir ein neues Rezept. Direkt wieder herstellen, damit wir es nicht vergessen. Wir können das ja mal hier runter machen. Dann sehen wir, wie viele es ja gesamt waren. Und dann begeben wir uns jetzt auf zur nächsten Atlas-Schnittstelle. Und wie zu erwarten, das System ist wie die drei davor von einem demselben schon entdeckt worden. Das heißt, die Atlas-Schnittstellen liegen echt auf einem festgelegten Weg, wo jeder dran vorbeikommt, der in der Nähe ist. Dann gibt es wohl ein paar verteilt. Und überall. Ah, Mission erst auswählen. Hier, wie ihr seht, schon entdeckt worden. Gibt es wohl so ein Dutzend Wege oder so, die man mit dem Atlas machen kann. Und dadurch sind wohl die meisten auch schon entdeckt worden. So, gucken, dass wir ins richtige System springen. Korvax-System ist das nächste. Das wird dann auch wieder entdeckt worden sein, aber naja. Wir könnten auch durch ein Wurmloch springen und von da weitermachen, aber dann geht wieder sehr viel kaputt. Es ist noch nicht entdeckt. Okay. Dann hat der Spieler wohl nicht weitergemacht. Können wir ja mal schauen, was hier gibt. Staubigen Planeten. Ja, Scan klappt auch nur, wenn will. Ascheverdunkelter Planet. Planet des Lichts. Die sind cool. Ach, staubige. Ach, den hatten wir schon. Okay. Ja, cool. Gibt ja jetzt nicht viele. Dann holen wir uns erst die Raumstation. Dann einmal schnell. Weiß ich gar nicht, ob ich euch schon mal so einen gezeigt habe. Aber können wir uns ja kurz anschauen. Und da gibt es auch wieder eine Spezies. Den können wir dann wieder hochladen. So. Brauchen ja nur direkt gerade durchstarten. Ist ja ganz einfach.
Hier gibt es auch wieder Dekoartikel. Da weiß ich gar nicht, ob wir schon mal welche gesammelt haben. Müssen wir mal schauen. So, die haben nämlich eine andere Farbe. Ja, oh Gott. Da hinten ist einer. So, landen. Das Wetter ist super, blutrote Hitze. So, das können wir einsammeln. Da unten ist ein grüner, die kann man nicht einsammeln. Nur die gelben hier, drei Stück in Reihe. Das ist doch cool. Ah, diesmal sind wir so nah, dass auch angezeigt werden. Cool. Aber wir müssen das Tier auch finden. Da hinten ist es. Boah, hier ist noch einer. Das mit dem Tier ist ja so eine Sache. Entdeckt. So, können wir das wieder hochladen? Haben wir so eins eigentlich? Mal schauen. Haben wir so ein Tier? Ja, die zeigt uns auch alle super an. Aber nee. So eins haben wir nicht. Ich weiß gar nicht, kann man die einsammeln? Also als Haustiere? Kleinkind. Gucken, wir hätten ja Nahrung, Nahrung, Nahrung. Wo haben wir denn da? Mehr erstellen? Nee, wollen wir nicht. Wie geht das denn? Also jetzt das Tier glücklich, aber irgendwie. Ein Planet fehlt uns noch. Aber leider, so wenn ich E drücke, es passiert nichts. Leider geht das nicht. Schade. Dann gehen wir jetzt, oh, da hoch. Holen uns noch ganz schnell die, die wir hier gesehen haben. Also hier ist einer. Aber noch drei, oder nicht? Wir hatten doch hier drei in Reihe. Ist das auch ein kleines Tier? Erwachsen. Vielleicht kann man die einsammeln. Also es ist glücklich. Ja, aber wir können gar nichts damit machen. Schade. Schade, dass wir es nicht als Haustier nehmen können. Hier schwebt einfach eine Kugel. Pflanze. Also hier ist einer und da hinten sind zwei. Gut, die drei nehmen wir mit. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Und dann geht es natürlich weiter, wie der Titel ja schon verrät, mit dem Atlas. Aber wir konnten jetzt nicht ahnen, dass es hier auch einen Anomalieplaneten gibt. Geht ja recht schnell hier. Einfach hinlaufen, anklicken. Hä? Da. Von denen gibt es sehr viele, muss ich sagen. Aber in der letzten Folge da, die zu finden. Also ich musste auch um den Planeten rumfliegen und so.
Das hat ganz schön gedauert, da überhaupt welche zu finden. Hey, war hier nicht eben noch irgendwo einer? Hä? Wo ist er hin? Was ist der da hinten, ne? Nehmen wir den da. Was ist er denn? So. Also hier gibt es echt jede Menge von denen. Also die sind nicht nur, dass man die auf nur Anomalieplaneten findet. Nee, die sind auch noch unterschiedlich selten. Ja, der ist so groß in... Ja, aber ist der grün? Boah, hä, was ist das? Der sieht aber anders aus. Der ist ja riesig. Lichtbruch 23 Meter entfernt. Meint er den da? Sind das 23 Meter? Ach, nee. Ja. Ah. Deshalb sah das so groß aus. Gut, die müssten ja jetzt reichen. Gucken. Da haben wir den 9 Stück. Ja, dann. Komm, dann nehmen wir noch einen mit. Aber ein bisschen ärgerlich ist, dass sie mit dem Tier. Dass man einige Tiere, egal ob man die füttert oder nicht, nicht als Haustiere übernehmen kann. Also so gar nicht. Er gibt auch leider kein Häufchen, das man einsammeln könnte. Sehr schade. Wäre ein cooles Haustier. Fungiert auch als Taschenlampe. Tja, jetzt ist es gefüttert und glücklich, also. Ja. Bringt mir jetzt auch nicht viel. So. Unser Schiff rufen und dann geht's ab zur Atlasstation. Umbenennen. Weil wir waren ja die Ersten. So, den da können wir erstmal Deko nennen. Dann finden andere die auch leichter. Da ist noch so ein Tier, aber kann man nicht einsammeln. Sehr schade. So, da, die, was, wo, da. Da wollen wir hin. Da müssen wir irgendwann mal in unserem Tresor, also Lagerbehälter, auf dem Frachter schauen, wie viele uns noch gesamt fehlen. Auch seltsam, dass es 11 gibt. Wer kommt auf 11? Er hat uns näher rangeparkt. Yay. Also das mit dem Flügel ist auch ärgerlich. Wir müssen immer außen rumlaufen. So. Mal gucken, was er uns jetzt erzählt. Ich bin zum Knecht dieser uralten Empfindung geworden. Sie führt mich durch den Kosmos, ständig auf der Suche, niemals abweichend. Gab es vor mir schon andere, haben andere den Weg des Atlas verlassen. Erst das Ende wird die Offenbarung enthüllen. Widerstand wird nicht gestattet. Der Atlas möchte, dass ich erfahre, was es bedeutet, zu erschaffen. Er möchte einen Teil seiner selbst mit mir teilen. Ich spüre, dass ihm diese Reise sehr wichtig ist. Und er mir etwas zeigen möchte, was sich weder in Worte fassen noch demonstrieren lässt. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss weitermachen. Das ist das Schicksal.
Das ist der Plan. Ich war schon immer auf der Suche. Ich darf jetzt nicht aufgeben. So, ein neues Rezept. Das müssen wir direkt wieder herstellen. Außerdem vergisst man sonst auch die Reihenfolge. Da muss man erst gucken, welchen braucht man wofür, wofür braucht man gar keinen. Dass man die auch in der richtigen Reihenfolge herstellt. Also man kann die nur in einer Reihenfolge herstellen. Aber muss man sich erstmal durchfuchsen, um zu sehen. Rechts war übrigens eine Tür, ob man da rein kann. Die habe ich nur ganz kurz eben gesehen. Jetzt werden wir einfach mal beim nächsten Atlas checken. Weil wäre echt krass, wenn man da noch irgendwas anderes machen kann. Übrigens führt der uns nicht näher zur Galaxiemitte, sondern immer weiter weg. Der Atlas. Der Atlas, der Atlas. Das ist jetzt für ein komischer. Also. Zum. Was? Nee. Da. Der, oder? Oh, ist der richtige? Sehen wir ja gleich. Neue Entdeckung. Zwei Planeten und zwei Monde. Und hier ist die Atlas-Station. Das heißt ja, wir sind schon mal richtig. So. 2-2. Hoffentlich sehen wir von hier alles. Ausgetrocknet. Stickig. Gut, den anderen sehen wir nicht. Also ein Mond fehlt uns. Aber ist ja nicht so wild. Oh. Hab die Kamera geändert und er schießt direkt. Da. Da wollen wir hin. So, mal schauen. Wie viel haben wir denn? Na gut, haben ein bisschen Deko gesammelt. Dann ist nur zwei. Das ist der dritte. Drei müssten dann noch kommen. Eventuell. Oh, guck mal. Der hat gar keinen Weg. Ha, also da unten ist echt eine Tür. Da kommen wir noch nicht hin. Ich glaube nicht, dass wir so weit springen können. Ja, nee, wir kommen da nicht rüber. Schade. Und dann wäre noch fraglich gewesen, ob das Jetpack reicht. Weil wir den Sprung ja, also den nach vorne nicht machen können. Immerhin haben wir es überprüft. Ich bin fast am Ende. Das Feuer ist die Wahrheit des Universums. Die Seele ist Licht. Ich bin das Experiment und der Beobachter. Die gesamte Schöpfung wurde für meine Reise geschaffen. Ich sehe das Universum um mich herum und weiß, dass es gut ist. Die Seele ist Licht und wir waren eben auf dem Lichtplaneten. Passt ja. Ich sehe das Universum um mich herum und weiß, dass ich mein eigenes erschaffen werde.
nicht mehr lange, es ist nicht mehr weit. Die Sterne locken mit kaltem Feuer und ich eile zu ihnen. Bald, sehr bald. So. Alter, guck, die sehen jetzt schon von der Farbe her ähnlich aus. Also immer das direkt das Neueste herstellen. Achso, wir können auch hier lang laufen. So, die Mission anwählen. Und dann direkt zur nächsten Station. Immerhin kommt man so dann auch ein bisschen rum. Wenn man von Station zu Station, weil es liegt ja meist noch ein oder mehrere Systeme dazwischen. Dann sieht man immer noch gut was. Aber wir springen ja jetzt erstmal immer nur direkt bis zur Atlas-Station. Ist nur eins weiter. Gut, schlechtes Beispiel jetzt. Nur eins weiter, aber meistens ja mehrere Sprünge. Das Spiel ist halt drauf ausgelegt, auch viel zu erkunden und zu entdecken und sowas. Und wenn das mehrere Sprünge auseinander liegt, ist das ja schon gut. Also das hier wurde entdeckt. Vier Planeten. Oh, auf drei war er. Ätzender. Atlas Interface Base. Klammerplanet. Verbrannter Planet. Also wir müssen nur nach dem Lilanen suchen. So, wo ist der Lilane? Hat der das nicht lila, oder? Verbrannt. Verbrannt. Also ist der Lilane hinter dem da. Der da, den wir nicht sehen. Ja, wir werden wenigstens gucken, was es für einer ist. Ja gut, er ist nicht lila, oder? Doch, er ist lila. Was ist denn für einer? Paradiesisch, wieso war er da nicht? Und den können wir sogar noch umbenennen, das System zwar nicht. Ja, gut. Ha. Ja, okay, wir fliegen kurz hin. Das ist der erste lilane Paradiesische. Wo wir noch den Namen ändern dürfen. Zwar wieder so ein Inselplanet. Aber er ist ohne Wächter, das ist ja schon mal ein Vorteil. Jetzt einfach noch schnell gucken, wie er aussieht. Oh oh. Wolken. Ernsthaft? Alter, durchs Licht ist jetzt selbst unser Raumschiff grün? Hä? Paradiesisch und Blasen, das ergibt jetzt. Ihr seht das auch, ne? Wie können hier Giftzyklone sein, wenn das ein angeblich paradiesischer Planet ist? Paradiesischer Planet mit Giftzyklonen. Ernsthaft? Ja, können wir hier diese komischen... Ja. Ich sehe die Blasen, aber sie existieren schon wieder nicht. Hm.
Also der ist nachts lila und am Leuchten und da, wo es noch hell ist, ist er grün. Nee, nur da, wo wir stehen, ist er lila. Der ist da grün und auch da auch. Dann kann das ja nicht die Sonne sein. Zehn seltsame Tiere gibt es hier. Hä? Also mal gucken, welche Farbe hat denn jetzt nun wirklich? Kann ja wohl nicht. Was zum Henker? Boah, oder ist das, weil ich super weit Sicht an habe. Der ändert die Farbe, sobald wir hinkommen. Also ist er wirklich lila. Nur durch die super Weitsicht. Oh, Herr Mensch, ist Kinders. Dann könnten wir ja hier unsere Siedlung dann. Können die noch umbenennen? Ja. Siedlung, Siedlung, Siedlung. Wie war das jetzt hier? Da. Mission neu gestartet. So. Antworte mit X. Witzig. Boah, was zum. Ah, Gott, sind die schnell. Wo ist er hin? Wo ist er? Boah, die waren jetzt aber schnell. Wo ist denn Sinn? Komische Tiere. Also, was? X hat er gesagt, ne? Mit X drauf antworten. Da ist es, links. Oh ja. Ja, komm, lass mich raus hier jetzt. Not, ja, mach doch hin. Ja. So, wo ist es hin? Ich hab's doch eben genau gesehen. Jetzt ist weg. Ich habe eins gehört. Da. Boah, krass. Können wir die einfangen? Bestimmt nicht, oder? Wo ist es denn? Ha. Wo ist es hin? Also das einzufangen wird ja eine Lebensaufgabe. Also ich höre es, aber wo ist es? Einfach mal hier Nahrung verteilen, wa? Da ist es. Oh, jetzt wieder weg. Da drüben. Das taucht immer nur ganz kurz auf. Da. So, welcher? Jetzt geht's da runter. Da ist es, da ist es. Da. Da waren im 2. Komm noch mal hier in die Nähe. Schmeiß dich zu mit dem Essen. Wo ist er hin? Ja, krass, jetzt haben wir was auch immer gefüttert. Da. Winches Kinders. Oder kann man die gar nicht füttern? Ja, da will ich mir noch was einfallen lassen.
Ah, cool. Klumpen abnehmen. Knochenklumpen. Okay, wenn er halt will. Ja. Wir haben was auch immer gesammelt. Ha. Cool. Wir stellen hier jetzt einfach einen Basiscomputer hin. Ist nur die Frage, ob. Ja, machen wir einen. Nee, was denn? Ja, jetzt. Hä? Bin da eben nach oben geflogen. Also der Planet hat ein ganz komisches Licht, muss ich ja mal sagen. So irgendwie in der Nähe von da. Weil es. Oh. Echt, durch die Atmosphäre ist ja alles grün und dann, wenn du unten ankommst, ist es lila. Ist ja. Also ich habe schon schwarze Planeten gesehen oder wo du rot leuchtest, aber. Das mit dem Grün ist ja schon. Und eigentlich wollte ich auch nicht. Nee, ja. Oh, das ist jetzt aber eher ungut. Ah, ja, ist doch. Ja, mach hin hier. C-Siedlung. Ein Viertel. Nein, auf. Fuck, scheiße. Nee. Ah, Kacke. Ich wollte nicht die Kontrolle über die Siedlung übernehmen. Also der Planet ist cool, aber die Siedlung ist halt jetzt so scheiße. Daher machen wir es weiter in Atlas. Muss das mit der Siedlung halt noch warten. Also wir hätten jetzt dann sowieso nur einen Basiscomputer hingestellt und das mit der Siedlung wann anders gemacht. Hoffentlich ist die Siedlung jetzt wieder weg. Ha, cool. Wir haben nicht die Siedlung. So, dann fliegen wir jetzt zur Atlas-Station. Welche Richtung waren die? Da hinten. Da wollen wir jetzt einmal kurz hin. Viele Atlas-Schnittstellen dürften es ja nicht mehr sein. Dann jetzt einfach nur noch reinfliegen, rausfliegen, ganz einfach. Der Planet hat ein bisschen aufgehalten. Ne, was? Hä, wo will er denn hin? Da, wo sollen wir hin? Das Spiel lenkt aber auch extrem davon ab, was man eigentlich machen will. Aber ein zweifarbiger paradiesischer Planet und dann noch komische Stürme, also dem ganzen Planeten ergibt nichts seinen Sinn. Oh nein, wir müssen. So. Klappt das ja wieder nicht. Aber wieso kriegen wir eigentlich immer den Parkplatz, der so weit weg ist? Ja, scheiße, runtergefallen.
So. Die letzte Schnittstelle wurde enthüllt. Der Atlas winkt. Ich bin beschwingt, verängstigt, gebrochen. Ich bin so weit gekommen. Er will, dass ich gehorche. Wenn ich die Macht der Schöpfung erhalten soll, dann nur in Ketten. Mir wird Macht verliehen. Ich werde der Nachahmung des Lebens unterworfen. So. Ein Herz der Sonne. Und dann scheinbar zur nächsten. Müssen wir nur gleich wieder aktivieren. Hey, ist auch echt ärgerlich, dass die Mission immer umspringt. Weil wir wollen ja die nun machen. So. Was für ein Zickzack-Kurs wir geflogen sind. Schon wieder im Piratensystem. Hauptsächlich liegen alle zum Großteil im Piratensystem. Also Herz der Sonne haben wir jetzt. Dann kriegen wir so anfangs die Bestandteile. Aus was so ein Universum besteht. Immer komplexere Sachen. Und halt alles eine neue Entdeckung. Was wir halt so brauchen. Wir sollen ja Zeuge werden oder selbst was erschaffen. Aggressive Wächter schon wieder. Fragmentierter. Ha. Ist das wieder so ein Anomalieplanet? Wüstenplanet. Nein, da. Ah, knapp dran vorbeigescannt, ne? Grünen der. Und ein Mond dahinter. Reichhaltig. Mhm. Ich glaube dem kein Wort. Also, wo ist denn jetzt hier? Fragmentiert. Hm. Ja, wir machen erst die Atlas-Schnittstelle. Wir sind ja schon hier. Es ist gut möglich, dass da schon wieder so ein Anomalieplanet ist. Fragmentiert. Hm. So. Und es ist ein Piratensystem, das heißt wieder eine Piratenstation. Gut, jetzt fehlt der Atlas direkt. Warte mal, ich glaube, es ist nur noch die und eine. Oder ist es nur noch die? Wie war denn das jetzt? Ja, sehen wir ja gleich. Krass, die Ausdauer reicht nicht mal bis hinten. So, einmal im Kreis alles anquatschen. Wir haben ja Sachen erhalten. Nein, hä, was? So. Bin jetzt nur unsicher, ob das hier die letzte ist. Oder ob noch eine Schnittstelle kommt.
und zwar schön und gut diese Technik hier, aber das dauert. Ich stehe an der Schnittstelle des Atlas. Ich stehe vor der Schmiede der Welten. So hat er mir gezeigt, was er ist. So hat der Atlas die Besonderheit seines Lebens, seine Gedankengänge mit mir geteilt. Er wollte nie angebetet werden, er wollte nie verehrt werden. Alles, worum er mich bat, alles, was er jemals wollte, war eine Eingabe. Ich war nur ein Benutzer. Ohne mein Zutun schweben die Atlassamen auf den Eingang zu. Die Leere ist dazu bestimmt, gefüllt zu werden. Das Nichts sehnt sich nach einer Seele. Wenn ich das mache, wird ein Stern geboren. Wenn ich das mache, wird aus mir mehr, als ich jemals für möglich gehalten habe. Dort ist nichts und dann ist dort alles. Ich sehe, wie in der Leere ein Stern geboren wird, wie sich das Leben ausbreitet, wie Planeten entstehen und Kreaturen geboren werden, um dem Ganzen einen Sinn zu geben. Für einen Moment bin ich dem Atlas ebenbürtig. Für einen Moment bin ich der Schöpfer der Welten. Vor mir breitet sich das Gefüge von Zeit und Raum aus und schwarze Löcher schwirren von System zu System. Der Atlas schreit. So. Sternsam. Ha. Seelenenergie. Ja, krass. Wir können das Rezept nicht herstellen. Seltsam. Und der Weg des Atlas ist jetzt ein schwarzes Loch und kein Atlas mehr. Also dann... Ja... Würde ich sagen, dann... Ja... Holen uns den Teleporterpunkt. Ich glaube, die war ja hier in der Nähe, die Raumstation, oder? Ah, mehr oder weniger. Und dann werden wir noch schnell auf den Planeten, den wir eben gesehen haben. Könnt ihr uns jetzt mal da reinlassen. Und dann mal gucken, ob wir das noch schaffen, zu so einem schwarzen Loch zu gelangen, je nachdem, wie weit das weg ist. Übrigens, wir haben das Ding entdeckt hier. So. Jetzt die Frage. Reichhaltig? Gott, wo war denn der? Da war der Atlas. Reichhaltig. Ja, super, und was war der jetzt hier? Oh, das klappt immer so wunderschön.
Ist nicht wahr. Gründer. Wüsten. Fragmentiert, da wollen wir hin. Weil dann haben wir ja bald alle Anomalieplaneten, wenn das so weitergeht. Der ist ganz schön weit entfernt. Und immerhin nur hohe Wächteraktivität und nicht wieder aggressive. Und wir sehen ja schnell, wenn es nur ein Tier gibt zu entdecken. Dann ist es ein Anomalieplanet und dann gibt es da auch Deko. Mal schauen. Nur weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, ich glaube. Oh, da sind Steine, die anders aussehen. Da sind grüne. Hier ist ein grüner. Und da sind noch drei. Ha, elektrischer Würfel. Und direkt hier auch, guck mal, das ist ja, oh, besser geht ja kaum. Einpacken. Einpacken. Also so viel Glück, das ist ja mal cool. Einpacken. Der da ist nicht grün. Da hinten ist noch einer. Einpacken. Oh, die gibt es hier wieder häufig. Das ist auch krass. Da gibt es ein Tier. Scan. Können wir das füttern? Also auf fast jedem Anomalieplaneten kann man sich ein Haustier abgreifen. Ups. So. Können den hier noch ein bisschen. Nee, was so. Der Planet war nett, dann können wir den noch ein bisschen Nahrung geben. So, hier ist noch einer. Oh, da ist direkt noch einer hinter. Also cool, auf manchen Anomalieplaneten ist das Zeug häufig zu finden, auf anderen wieder nicht. Wie lahm wir jetzt? 7. Ach komm, die drei holen wir uns noch. Das ging ja jetzt so schnell. Ist der da grün? Ja, Haustier, geh mir nicht auf den Sack. Ich glaube. Naja, oder? Oh doch, der ist grün. Der da auch. Und ein Stück weiter ist noch einer. Boah, also hier ist ja. Ey, das ist ein richtig krasser Planet. So, jetzt haben wir 10. Ja. Ja. Das ist doch schön. Oh Gott, uns geht der. Wann ist das passiert? Uns geht der Platz aus. Das eine komische Tier haben wir ja gescannt. Wassertransport. Aha. Also auf jeden Fall sieht der Planet cool aus. Wie war denn das Wetter? Nee. Das Wetter. Ach, Obsidianhitze, ja genau. Der schmilzt dir das Gesicht. Alter Haustier, geh mir nicht auf den Sack, habe ich gesagt. Fühlt sich toll. Ja, hier, komm. Hast was zu futtern. Leb hier weiter. Bis dann. So. Wir wollten uns ein schwarzes Loch angucken.
ging jetzt viel schneller als erwartet. Es war ein Anomalieplanet und wir haben vergessen, den Dekoplanet zu nennen. Deko. Und das Tier hochzuladen. Dann haben wir jetzt alle. Ja, cool. So, jetzt müssen wir die Mission mit dem schwarzen Loch. Gut, die ist noch ausgewählt. So. Und. Ja, da wo. Alter, echt, der hat uns einmal im Kreis geschickt. Wir können nicht mal irgendein schwarzes Loch nehmen. Nein, wir müssen das schwarze Loch nehmen. Weil da ist eins, das dürfen wir nicht nehmen. Wir müssen das hier nehmen. Naja. Hier soll es egal sein. Nehmen wir halt genau dieses schwarze Loch. Naja, ist bestimmt gleich wieder alles im Raumschiff Schrott. Wie letztes Mal, wo er uns einfach in eine andere Galaxie geschickt hat, wo wir da überhaupt nicht hin wollten. Neue Entdeckung. 5 Planeten und Mond. So. Trostlos. Hohe Energie. Da ist ein Sechseckplanet. Das ist jetzt aber sehr schlecht. Das ist nämlich wieder ein Anomalieplanet. Regnerisch. Ah, da ist das schwarze Loch. Warum hat denn dies hier eben so geflackert? Das ist nur die Raumstation, okay. Ja, dann nennen wir das Ding jetzt hier erstmal. So. Und dann werden wir da reinfliegen. Vielleicht auch was sehen. Wäre sehr cool. Ah, wir werden spaghettifiziert. Das ist viel schneller als unser Hyperantrieb, muss ich ja mal sagen. So. Echt jetzt Schlacht 6 Planeten. Also erstmal. Was? Ich hab doch hier eben. Ja, so schnell. Muss er hin? Oder nicht ab hier? Boah, Alter. Warum ist denn der so schnell? Ich darf verarschen. Gott. Also 2, 4, 6. Mhm. Unserer ist. Ich vergesse das jedes Mal. 2, 4, 6. Also gibt keine größeren. Dann können wir uns den ja mal anschauen. Was für eine Farbe hat der denn? Irgendwie. Grün mit Rot, ne? Und warum sind wir eigentlich schon wieder in dem Prachterkampf? Freunde.
Oh, schaut mal, die eine, also die ist komplett durch die Atlas-Mission. Also war die letzte Aufgabe, durch ein schwarzes Loch zu springen. Und weil wir das jetzt eben gemacht haben. Oh, ein A-Frachter. Cool. Belohnung. Wurde die Atlas-Mission somit abgeschlossen, erfolgreich. Aber ist trotzdem seltsam, warum können wir dieses letzte Rezept nicht herstellen, ne? Das er uns gegeben hat. Weil es ist ja aufgeploppt, dass wir ein neues Rezept gelernt haben. Nur ohne Rezept halt. So, welche Farbe hat der denn? Ah. Grün. Der ist schick, aber unten das Ding muss ja nun nicht sein. Ah, jetzt müssen wir wieder anquatschen, so ein Scheiß. So. Und ja, dann müssten wir ja jetzt die Weltraumanomalie erstmal rufen. Da kurz reingehen. Dann sind wir ja fertig. Also mit dem Atlas sind wir ja scheinbar fertig. Da wir jetzt aber hier mit dem Wurmloch hergesprungen sind. Ich weiß gar nicht, ist irgendwas kaputt gegangen? Nö. Cool. Dann holen wir uns den Teleportpunkt hier am besten. Ob es hier, fällt mir jetzt auf, einen Zusammenhang zwischen der Raumstationfarbe und der Farbe der möglichen Frachter im Frachterkampf gibt? Weil ist jetzt zufälligerweise auch grün. Ha. Ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Ist gut möglich, dass da ein Zusammenhang besteht. So, jetzt rufen wir die Anomalie. Weil aber es scheint trotzdem eine andere Mission zu sein, ne? Neuanfänge, das ist die mit der, weil wir in einer anderen Galaxie waren. Nö, was? Nee, so. Komisch. Also ich kann auch sein, dass das eine andere Mission ist und die Atlas-Mission ist jetzt einfach abgeschlossen. Da war ein Meteorit mitten in der Anomalie. Aber durch die Anomalie, nein, Entschuldigung, durch den Atlas, bin schon ganz verwirrt, haben wir cool Deko-Kram noch bekommen von den Deko-Planeten. Deine alten Freunde besuchen. Ja, cool, wen denn? Sprich mit Nada und Polo an Bord der Station. Okay. Machen wir. So, da lang. Versuchen, Nada vom Atlas zu erzählen. Krass, hat super geklappt. Die neue Realität erkunden. Hä? Das hatten wir doch schon ganz am Anfang. Dass er uns jetzt erklärt, wie das hier funktioniert. Und wir haben doch auch alles schon gekauft. Also freigeschaltet. Weil gibt doch hier nichts mehr. Ja. Nochmal freischalten müssen wir das nicht. Warte mal da. Witzbelohnung. Erkunde zahllose Realitäten. Polo hat Koordinaten für schwarze Löcher und Atlasstationen. Ja, aber Atlas haben wir jetzt nun fertig. Okay. Kann sein, dass diese Mission neu, also schon wieder aufgetaucht ist, weil wir ja in einer anderen, in Eisentum in der Galaxie waren. Und deshalb erkunde jetzt alles und so. Und den Atlas haben wir ja nun fertig gemacht.
Dann ist nur noch. Aber wie schließt man. Also das. Scheinbar sind wir jetzt fertig. Mit den Hauptmissionen. Weil die taucht immer wieder auf. Und die ist ja auch nicht zum. Kannst ja nicht abschließen. Und die hier eine neue Galaxie wartet, müssen wir Eisentaum ein bisschen erkunden. Das Universum wartet darauf, von dir erkundet zu werden. Genieße die Reise. Ist jetzt ja die Questerfüllung ein bisschen schwammig formuliert. Weil dann kann man die Quest vielleicht gar nicht abschließen. Wo haben wir denn geparkt? Alter, der weiß-goldene Exo. Cool. Aber wohin Gott's noch haben wir geparkt? Da hinten. Ja, dann war viel weniger beim Atlas zu erledigen als gedacht. Dann speichere ich jetzt was zum. Ah. Er hat sich hier ausgeloggt und wieder eingeloggt. Super. Witzige Angelegenheit. Kommen wir jetzt noch in unser Schiff? So. Gut, dann fliegen wir halt auf die Raumstation. Ja, dann ist Atlas fertig. Dann fehlt nur noch das Zentrum der Galaxie und eine Siedlung. Steht unser Schiff irgendwo besonders drum? Ja, das muss ich erstmal in Erfahrung bringen. Jetzt könnten wir unseren Frachter hierher rufen. Aber ich glaube, der steht einfach. Oh, hier ein Ex. Oh, lass mich raus. Habe ich das nicht? Scheiße, hier drin finde ich das auch schon wieder nicht raus. Ja, lauf. Ich kann hier drin nicht nach meinen Schiffen gucken, ne? Oder? Ich habe genau dasselbe. Krallen der Sterne. Wie heißt das hier? Da. Schmiede der Perfektion. Mhm. Wir müssten eventuell noch Platz haben. Oder? Ja, scheiß drauf. Bin mir nämlich nicht so sicher, ob das exakt gleich aussieht wie unseres. Wegen dem hier vorne. Also wenn, naja, dann haben wir halt neues Schiff. Also es fehlt noch die Reise zur Galaxiemitte. Das lebende Schiff. Was wir noch in Angriff nehmen. Also unser eigenes lebendes Schiff und die Siedlung. Also drei Sachen müssen wir soweit noch erledigen. Und dann müssen wir schauen, dann ist die Galaxie hier komplett abgehakt und fertig. Die Hauptmission haben wir auch fertig. Die Nebenmissionen dadurch ja auch zum Teil. Nur halt sehr lang gezogen, die Nebenmissionen. Und dann müssen wir gucken, schauen wir uns Eisentamm noch ein bisschen an, ob es Unterschiede gibt oder ob es einfach exakt prinzipiell die gleiche Galaxie, nur mit meinem Namen ist. Gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.